wünsche einen wunderguten Abend alle miteinander. Hallöchen Paul und herzlich willkommen zurück hier in den letzten 8% von Red Dead Redemption 2. Wir haben in der letzten Folge oder in den letzten Folgen endlich, guck mal die Sonne, endlich unser Häuschen hier mal ein bisschen gebaut und erweitert. Erweitert um diese Scheune da drüben in der letzten Folge noch. Oh, die Verbundenheit mit meinem Pferd ist gestiegen. Das ist doch super. Und, wie gesagt, wir sind in den letzten 8% und ich reite jetzt mal zu Uncle, zu unserer Scheune. Mal gucken, was er hier zu tun hat. Zu, ich sage mal, in Anführungszeichen, tun hat der gute Uncle. Ja, warum war mir das klar, dass Charles wieder arbeitet und Uncle wieder sitzt? I was making money. And to think, you call me lazy. You've done a great job. Well, that crew did help. A house, a barn. Look at this place. I can't believe it. Thank you. Thank you both. This calls for a drink. Young miss at dancing school is taught the minuet to tread. Young miss at dancing school is taught the minuet to tread. But we go better when we've brought our foretack to Cathead. Come bustle, bustle, drink about and let us merry be. Our can is full, we'll pump it out and then all hands to sea. When horn and hounds the forest rends, his pack the huntsman cheers. When horn and hounds the forest rend, his pack the huntsman cheers. As loud as halloo when we send a broadside to Mount Sears. As loud as halloo when we send a broadside to Mount Sears. Come bustle, bustle, drink about and let us merry be. Our can is full, we'll pump it out and then our hands to see. What's got at sea we spend on shore on sweethearts and our wives. What's got at sea we spend on shore at sweethearts and our wives. Auch wieder so eine Animation gerade, oder gerade diese ganzen Animationen, die man sieht, nur für diese eine Szene erstellt, ey. Das ist schon wieder ganz schön grandios. Ja, mit so ein bisschen Gesang und Mucke kann doch wunderbar das Let's Play anfangen. He's fine. Let me sleep. Get out here now. Da haben wir mittlerweile sogar einen Ofen da drin. That man will be fine. No, he won't. Skinners. Oh, Scheiße. Of course. My guess is they went that way. But my other guess is they know we're coming after them. What choice do we have? None. We just gotta keep our wits about us. We know this is a trap. Wow, ich habe hier gerade richtig viel Bildausfälle, Leute. Ich hoffe, das legt sich gleich wieder. Ich weiß nicht. Ne, ich sehe jetzt gerade gar nichts mehr. Einen ganz kurzen Augenblick. Ich muss mal ganz kurz nach dem Kabel gucken. Bin sofort wieder da. Guten Abend, Krisha. Das war's hoffentlich schon. Ein ordentlicher Ruck am Kabel. Ich hoffe nicht, dass da schon wieder irgendwie ein Wackelkontakt drin ist oder so. Das wäre ärgerlich. Reiten wir los. Uncle retten. Guten Abend, Krisha. We'll pick up the trail there. Shit. It's like we forgot about it. We should have been ready. It happened. There's nothing we can do. Except try and get him back. We let our guards down for one moment. Hush. Up here. You see that? Blood. Dear Lord. They've gone up towards tall trees. Come on. John, look. We should agree on something. If it's really bad, this might not be about saving it. What the hell?
hell are you talking about? If it's really bad, it might be better to stop the pain. Jesus, you mean to... I mean, you can live a week without a scalp, but it ain't a good week. A gut wound, you can live a month, but it's horrible. What they've done to him might have killed him already, with only hurt to come. We get him, and we see, okay? We'll make it... Did you hear something? Oh. Yeah. Das habe ich jetzt auch gehört. Saw us coming? I don't know. Guess we'll soon find out. We'll be better off going on foot. Okay. Leave the horses in the trees there. Endlich mal wieder eine schöne private Geschichte hier. Wo es sich auch lohnt, die Buben abzuknallen und nicht für irgendein komisches Kopfgeld. To the trees. Come on. Pray for Uncle, yeah. Up there, to the right. Oh, two yeah. Two Skinners. Lookouts? Probably. Take one. I'll take the other. Na, mal gucken, wie gut wir noch mit Pfeil und Bogen umgehen können. Ne, ich möchte gerne den da erledigen. Quick, come on. They're down. Natürlich kommt jetzt auch noch Nebel auf. They were waiting for us. Uncle should be close. He better be. Keep your head. We'll find him. Come on. Keep your head, habe ich auch noch nicht gehört. Hold. Patrol to our left. Shh. Hold it. Let him go. Easy. Easy. If they come from the ranch, they'll come this way. We should have burned it while they slept. The burning's better if they're awake for it. He's old and sick. He won't last long. Then when they come, they'll come for a corpse. He was talking about Uncle. He's alive. Come on. They've passed. Let's go. Oh, was hast du denn für eins geholt, Krzyżak? Du bist so ein AMD-Typ, ne? Ich bin ja der totale Intel-Nvidia-Verfechter. Ich halt von AMD tatsächlich nicht so viel. Und kenne mich deshalb auch leider nicht so gut damit aus. Ah, da hinten ist wieder wer. Kutsche. Hold up. You hear that? Yeah. Wagon. There. Die schleifen einen hinterher. Is it Uncle? No. Some other poor bastard. Let's follow. It might lead us to the camp. Kann ich nicht das Seil durchschießen? Aber dann fällt's wahrscheinlich auf, dass er nicht mehr schreit. Boah, die arme Socke, ey. Und da ist er tot. He's stopping. What do you see? He's picking up. Poor bastard's dead. If he's walking with the body, we must be close. Let's take him down. Before he gets to the rest. Take him, John. Okay, let's go. Puh, das war knapp. Ich habe aus Versehen auf die Leiche geschossen. So, mal ein ordentlicher Tritt gegen den Kopf. I think I see something. Uh-huh.
That must be their camp. What did we do? Let's get up on that boulder, take a look. Hang in there, old man. Oh, ich höre ihn schon. Okay, okay. I can't see much through this mist. Can you look too? Hold on. Da drüben hängen welche. Geh mal hier runter. Denn hier soll ich wahrscheinlich hin. Was? Oder auch nicht? Hä? Check ich jetzt gerade nicht, warum es jetzt gescheitert ist. Ich war doch auf dem Weg zu dem gelb markierten Ort. To the trees. Come on. Ist das dein Ernst? Jetzt fange ich hier vorne wieder an. Wollt ihr mich eigentlich verfickt nochmal verarschen? Was ist denn das für ein scheiß Speicherpunkt? Up there, to the right. Two Skinners. Das ist doch mal richtig scheiße. Probably. Take one. I'll take the other. So, zack, Nummer 1, Nummer 2. So, und jetzt beweg dich ein bisschen, Charles. Und sei nicht wieder ganz so langsam. Ich habe nämlich eigentlich überhaupt keinen Bock, meine ganzen Scheiß hier nochmal zu machen. Ja, dann komm halt. Uncle should be close. He better be. Keep your head. We'll find him. Come on. Aber macht das nicht überhaupt keinen Sinn? Weil die Asus-Karten arbeiten doch viel besser mit AMD zusammen als Nvidia-Karten. Let him go. Ja, lass sie einfach vorbeikommen. Kann ich das bitte skippen? Das ist ja richtig anstrengend, ey. Easy, easy. Hold it. If they come from the ranch, they'll come this way. We should have burned it while they slept. The burning's better if they're awake for it. Vor allen Dingen sehen die uns hier nicht stehen, ey, die einfach mal 30 Meter weiter stehen. Als wäre der Nebel so dicht. Dann hätten sie ihn halt dichter machen sollen, den Nebel. Das ist ein bisschen albern. Er hat über Onkel gesprochen. Er ist lebend. Komm schon, sie haben passiert. Lass uns gehen. Yo. Lass uns doch hoch zur Straße gehen. Vielleicht kommt da eine Kutsche, die irgendein Typ hinter sich herzieht. Komm schon, Charles. Yeah. Wagon there. Dragging someone. Is it Uncle? No. Some other poor bastard. Let's follow. It might lead us to the camp. What do you see? He's picking up. Poor bastard's dead. If he's walking with the body, we must be close. Let's take him down before he gets to the wreck. Okay. So, diesmal habe ich ihn immerhin direkt getroffen. So, soll ich jetzt mal auf diesen Felsen hier hoch? Vielleicht bringt das mehr. What did we do? Let's get up on that boulder, take a look. Hang in there, old man. So, klettere auf die Felsen. Ja, bin ich ja. Und nu? Okay, okay. I can't see much through this mist. Can you look too? Hold on.
Benutze das Fernglas, um das Lager zu beobachten. Achso, das wurde mir eben gar nicht angezeigt, ne? Auch geil, weil ich nicht, wahrscheinlich nicht auf dem Felsen war. So. What do you see? Nothing yet. Da ist er. My God. We gotta go get him. Careful. Where are they? Where are they? I don't care. Come on. Charles. Also dafür, dass gleich wieder 3000 Leute auftauchen, das ist ganz schön ruhig. Ich nehme mal wieder das Gewehr. Das hat irgendwie mehr Durchschlagskraft. Was? Wollte ich gerade sagen. Und da steht der immer noch. Nach 4 Schüssen. Willst du mich eigentlich verarschen? Rette Ankel. So. Oh, die haben den geröstet, die arme Sau. You're okay, old man. I look okay. You look awful. You'll be okay. Those bastards. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Oh, die arme Sau. Oh, shit. Looks like we got here just in time. Ja, deshalb heißen sie Skinner. Damn it. I'll carry him. Geil, er zuckt nur so kurz zusammen. Sag mal, er lebt ja immer noch. Wie viele Schüsse halten die denn bitte immer aus? Bam! Tschüss! Da vorne ist noch einer. Ah, fuck! Schießbude ist wieder offen. Du erschlägst mich nicht mit deinem scheiß Messer, du hässlicher Bastard. Wo soll der Typ sein? Da ist er. Ja. Yep. Ich glaube, den habe ich getroffen. Da ist noch einer. Bam. So, noch ein paar Gesichtsschüsse hier zum Schluss. Hallo? So. Ja.
Danke. Ich hoffe, er fängt genau da bitte wieder an. Das wäre sonst richtig scheiße. Ich habe jetzt keinen Bock, mich da nochmal komplett durchzuschießen. Dann höre ich direkt auf zu spielen und spiele irgendwas anderes. Go, go, ja, go. Danke schön. So, reit doch einfach drüber. So. Können wir jetzt bitte einmal reiten ohne... Ach ja, ist klar. Jetzt darf ich noch ein bisschen im Reiten schießen. Juhu, wie... Oh, Mann, ey. But I think this will be fine. As long as it don't get infected. It's much better than I feared. Hear that, old man? This could have been worse. He's pretty weak. Yeah, I bet. Stay with us, you old bastard. I'm feeling real weird. Oh, ich muss nicht mehr schießen im Reiten. Wahnsinn. Haben sie dafür jetzt mein Haus angezündet, während ich weg war, oder was? Over here. Almost back. Hang in there, old timer. I don't feel good. So was wie eine primitive Sonnenbank gewesen sein, ja. Oh, don't let me fall, please. 6 Monate, Viking, vielen Dank. Und herzlichen Glückwunsch für deine 6 Monate. Du bist der Zweite im Chat mit dem neuen Abzeichen. It's gonna be okay. A few days, you're gonna be just fine. You're a survivor. Easy, easy. Okay. Steht ihm echt der Bart, finde ich. He'll be fine. You think they'll be back? Maybe, but I doubt it. We must have killed most of them. And this is your land. Was it theirs once? I don't think so. I met a fellow said the Skinners rode down about 2 years ago. They're just angry men on a rampage, and we got in their way. Sort of like we used to be? Yeah, exactly like we used to be. Maybe we should take up torture. we got Uncle singing instead of torture. We're gonna be safe here, John. Hmm? You, your family, we all be safe. Und wenn es jetzt ein wirkliches Open-World-Spiel wäre, was realistisch wäre, würde ich jetzt da hochgehen und alle, würde ich jetzt da hochgehen und alle umbringen, die noch irgendwie stehen, damit die nicht mehr zurückkommen oder sich zumindest nicht trauen, hier das Haus anzustecken. Jaha, meine kleine Scheune. Nice. Ich habe schon wieder Bildstörungen, Leute. Hier scheint wohl bald ein Kabel den Geist aufzugeben. Ich hoffe, es ist nicht das, was durch die Wand führt, weil darauf hätte ich wirklich keinen Bock. Das wäre sehr ärgerlich. Tja, immer noch Blut am Pferd. Second day. Jack, Abigail. You're Schön. You always did have that fine way with words. You doing all right, son? Sure, Pop. Can I go see the house? Sure. Give him some time. He'll warm up. It's quite a place you got here. It's yours. Ours. I should see about that boy. Who's my new rival? Oh, that's Rufus. He's loyal, dumb, and angry, so he reminded us of you. That's your idea of a joke, miss? I guess. Kein Kuss? Come on!